Nicht nur der Krieg in der Ukraine oder die Corona-Pandemie sind für die derzeitige Lage verantwortlich. Die Krise hat lang zuvor angefangen. Die Austeritätspolitik, die 2009 mit der Einführung der Schuldenbremse ihren Höhepunkt gefunden hat, hat uns über Jahre ausbluten lassen. Marode Schulen, unzureichende Sozialleistungen, stagnierende Löhne, Privatisierung von Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen, kaputtgesparter ÖPNV oder die Deutsche Bahn. Die Liste ist unendlich lang. Aber die Liste der Menschen, die unter all dem leiden, ist noch länger und wächst von Tag zu Tag. Wir reden von RentnerInnen, die nicht genug Geld zum Essen oder zum Heizen haben. Wir reden von Menschen, die Vollzeit arbeiten und zur Tafel müssen. Wir reden von SchülerInnen, die in Klassen sitzen, in denen der Putz von den Wänden fällt. Wir reden von Pflegekräften, die schon lange vor der Pandemie im Stich gelassen wurden. Und vor allem reden wir von einem Planeten, den wir immer weiter ausbeuten und zerstören. Befürworter der Schuldenbremse behaupten immer wieder, wir müssen auf unsere Ausgaben achten, weil wir sonst den kommenden Generationen einen Schuldenberg überlassen, den sie zurückzahlen müssen. Aber stimmt das? Müssen wir heute die Schulden unserer Eltern und Großeltern zahlen? Nein, natürlich nicht. So wie bei den Generationen zuvor kann der Staat auch heute neue Kredite aufnehmen. Die Ausgaben der letzten 2 Jahre haben das bewiesen. Und außerdem, was wollen wir den nächsten Generationen vererben? Einen ausgeglichenen Haushalt? Oder einen bewohnbaren Planeten? Eine funktionierende Wirtschaft? Und eine Gesellschaft, in der jeder ein würdevolles Leben führen kann, ohne die ständige Angst von Armut im Nacken zu spüren? Mach mit und hilf uns, die Schuldenbremse zu stoppen. Klick auf den Link in der Videobeschreibung und erfahr, wie du uns unterstützen kannst. Like und share dieses Video. Lass uns gemeinsam die Regierung zur Verantwortung ziehen.